Halli, hallo, Hallöchen. Es ist wieder soweit. Es geht weiter mit Super Woden GP. War alles furchtbar kommentiert mit mir, dem Daniel. Ja, die letzten paar Folgen, die waren so semi-erfolgreich. Alles hat angefangen mit dem tollen Muscle Car, was uns alles vermasselt hat. Und ja, aber auch mit anderen Fahrzeugen komme ich in letzter Zeit nicht mehr so gut klar. Deswegen denke ich mir, wir müssten mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas im Bereich so unterhalb der 300 kaufen könnten. Also 300 PS oder was auch immer. Irgendwas, was relativ nah rankommt. 274. Der hätte genau 300. Da müssten wir noch ein bisschen sparen. Was haben denn die Amis? Also Muscle Car wird es definitiv nicht werden. Square Rally. Rogers Rally? Na, das wäre aber eigentlich auch eine Idee. Können wir den? Den können wir sogar. Dann könnten wir vielleicht den Rally-Strang ein bisschen weitermachen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Dann geht es jetzt erstmal wieder so ein bisschen in die Rally-Phase. Das war so bisher die, wo ich am ehesten mit klarkomme. Oh, ich sehe gerade. Wir können eine machen und dann fehlen uns erstmal 10 Sterne. Das war wieder. Ach, das war wieder. Augen auf beim Autokauf. Und vor allem mit 400er Autos. Das könnte jetzt aber auch ziemlich eng werden. Ja, okay. Das kann ich, glaube ich, schon knicken. Wenn du da einmal hängst. Ja, da stehen auch wieder Fahrzeuge mitten auf der Fahrbahn, ey. Die sind doch verrückt hier. Oh nein. Ja, Wand. Ja, Wand. Oh je. Ja, wenn ich mir auf die, wenn ich die Zeit schon sehe. Nee, nee, nee. Das werden wir nochmal neu probieren dann. Als wir erstmal wissen. Oh Gott, das verfehle ich ja um richtig viel. Kann ich das Auto zurückgeben? Ich brauche irgendwas anderes. Nicht mal. Nicht mal das Bronze-Ding. Echt jetzt? Oh, ja, das hat noch gereicht. Wow. 12 Sekunden. Ich glaube jetzt nicht, dass ich die in der besseren Fahrweise hier raushol. Vielleicht noch mit Ach und Krach die zweite, also die das andere Dings da. Wow. Ja, wir probieren es nochmal. Das will ich jetzt schon noch wissen. Irgendwie stellt sich bei mir immer wieder so, oder immer mehr so die Erkenntnis rein, dass man hier wohl ziemlich viel farmen müsste. Oh nein.
Ja, bist du nicht wirklich schneller als beim ersten Versuch? Nee, auch das wird nicht hinhauen, oder? Ja, nee, das wird. Ja. Also vielleicht, wenn man diese ganzen Wandknutscher noch weglässt, dann könnte diese. Dann geht die Dings noch. Dann geht die Silberzeit noch. Aber ansonsten, nein. Einfach nein. Also Gold ist hier gerade so nicht drin. Wir gehen so langsam ein bisschen, glaube ich, in die Phase, was ich noch fahren kann. Was habe ich denn noch? GD Cup, Justice Cup, was muss ich denn da fahren theoretisch? Ja, da bräuchte ich auch irgendwas um die 300. Habe ich nicht. Wir könnten den Summer Cup nochmal probieren. Mal gucken, was haben wir denn sonst noch an Wochenenden da? Das haben wir abgeschlossen. Muscle Car will ich nicht gerade fahren. Bravery and Courage. Die Balvino Parade. Okay. Haben wir das? Cinder Balvino. Cinder Balvino. Okay, mal gucken mal. Vielleicht fahren wir halt wieder irgendwelche Knutschkugeln. So, entweder wir haben die oder wir müssen die alle noch kaufen. Garage. So rum. Cinder? Cinder? Habe ich, glaube ich, nur einen, ne? Ja, nur den hier. Ja, geht die auch noch, aber... Ja gut, dann müssen wir wieder auf Shopping-Tour gehen. Cinder. Cinder Palvino hieß der. Kann ich den gar nicht kaufen? Was? Die Knutschkugel mit 15 irgendwas, die will hier 39.000 Credits. Ihr seid doch nicht ganz knusper. Was gibt's sonst noch? Pff. Mal schauen, dieses Bravery and Courage, ob man da. Da werde ich auch zu wenig Credits haben, ne? Nanwolf Bravery. Was ist das? Das sind die Franzosen oder das sind die Engländer, glaube ich, ne? Gucken mal, die Engländer sind das, ja. Das ist dieser Caterham irgendwas. Ja, gut, also. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Ja, okay, da müssen wir halt nochmal was machen. Dann beim letzten Mal das mit dem. Was haben wir denn gemacht? Hey, wir kommen, wir fahren nochmal den hier. Wir waschen mal schnell das Auto. Oder auch nicht? Doch. Soll ja auch ein bisschen ansehnlich sein, wenn wir damit reinfahren. So, und was haben wir jetzt gehabt? Wir haben einmal dieses mit dem Audi irgendwas gehabt und... Stopp mal. Star vs. Audi oder den... Achso, den Muscle Festival kann ich damit ja gar nicht fahren, ne? Aber das könnten wir hier nochmal fahren. Ja, dann probieren wir das jetzt halt nochmal. Ach so. Hä? Ach, das kann ich auch nicht fahren. Hatte ich denn nicht noch irgendwas, was ich damit fahren konnte? Was ist denn das Civic Cup? Ah nein, das geht auch nicht. Himmel, Herrgott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Summer Cup, dann war es das, was ich gefahren bin, ne? Dann probieren wir das nochmal. Wird doch jetzt irgendwann mal hinhauen, dass ich hier auch mal das Ding dann
fertig bekomme. Das Ding ist halt, wenn es nicht reicht, dann kaufen wir uns halt diesen Ketterhelm oder was das ist und fahren danach nochmal diesen Ketterhelm da, dieses Bravery. Ey, wie die mich wieder da ausdrücken. Na klar, jetzt kommt wieder der von hinten da, der Audi hier, ne? Ey, das kannst du doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab doch schon mal in dem ersten Rennen hier, glaube ich, letztens so einen dritten Platz gemacht. Das kann ich mir jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Das muss jetzt anders gehen. Damit ich die Strecke jetzt ein bisschen besser kenne. Okay, der hat mich jetzt mal ziemlich ausgetrickst hier. Schon wieder dieselbe Stelle. So, diesmal nicht meine Burschen. Diesmal nicht. Hallo? Ja, das Auto hier unter Kontrolle zu bekommen, das ist... bremst. Aber ich bin ja froh. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Mach bloß keine Faxen jetzt da. Also, geh doch, braves Auto. Wie soll man denn hier noch 7 Sekunden schneller fahren? Ist da irgendein spezielles Auto für, womit das geht? Ja, man muss die Strecken hier teilweise wirklich so ein bisschen auswendig lernen. Wie das ja sehr oft in den Spielen ist. Es ist doch schon wieder, na, come on, ey. Wie kann denn das einem so runterbremsen? Ja, super, jetzt hänge ich wieder hinter dem fest. Jetzt komme ich wieder nicht mehr ran. Mit dem einen Fehler, ey. Das ist doch, ach Mann!
Wieso? Wieso? Ach komm, jetzt rutscht der schon wieder so ein bisschen zu weit weg. Ein bisschen. Ja, sobald ich die weiße Linie berühre, bremst das Auto gleich mal 50% ab. Was soll denn das? Ja, ey, hallo, meine Güte. Vor allem, du kannst ja auch nicht mal irgendwie großartig feinfühlig korrigieren, sondern sobald du da ein bisschen nach links gehst, sagt das Auto, ja, du fahr jetzt halt nach links. Also, so volle Kanne halt, ne? Ja, da geht der Arsch halt einfach nicht mit. Der hat ja gerade keinen Sprit mehr oder was? Und die Einladung nehme ich doch gerne. Wieder meine Lieblingsstelle. Nicht, dass sie schwer wäre, aber ich kann es einfach. Wenn du nach unten links fährst, das kriege ich einfach. Das kriege ich einfach natürlich. Kennt ihr mit Sicherheit, oder? Also, wenn ihr mal so die älteren Fußballspiele gespielt habt, wenn du dann. Es gibt immer eine Seite, die man lieber bespielt. Also entweder, also bei mir war es halt mal häufig, dass ich halt lieber von links nach rechts gespielt habe als umgekehrt. Kriegen wir das dann jetzt echt noch gewonnen? Wow. Umgekehrt, also von rechts nach links war es dann für mich immer extrem schwer. Und so ist es bei dem Spiel, glaube ich, auch. Dass du halt eigentlich so ein paar Perspektiven hast, die sind ganz okay zu fahren. Und dann gibt es aber auch wieder Perspektiven. Da komme ich nicht mit klar. Oh, okay. Also. Heißt der in der Bretka tatsächlich Cat Your Feet? Normal müsste das ja andersrum sein. Komm, lassen Sie mich durch. Ich muss nach vorne. Ich habe noch eine Mission zu erledigen hier heute. Er hat mir jetzt aber auch ganz knapp verpasst hier, die Kanonenkugel. Haben wir den jetzt noch bekommen? Hey, mal gucken.
geht, weil die hier ein bisschen Speed verlieren. Mal gucken, jetzt haben wir natürlich die letzte Kurve noch. Oh, das geht. Das geht. Oh, es wird endlich mal wieder eine Meisterschaftssieg. Ich fasse es ja nicht. Ich bin so stolz. So, das müsste jetzt eigentlich auch mal wieder vernünftig Credits geben, oder? Meine Güte. 6000, ja cool. Ah, cool. Ja, cool, wir haben den... Ah, das ist ja geil. Wir haben den Status gleich noch dazu bekommen on top. Das ist ja nice. Okay, trotzdem machen wir jetzt mal... Wir kaufen mal diesen Ketterhemd da. Den hier. Und machen damit jetzt den Bravery Cup. Wo war denn der? Ach, das war doch kein Wochenende, das war so ein... Oder, doch, da, ich hab's doch gesehen. Verflixt. Da hier, Bravery and Courage. Ist auch nur ein Rennen, wie es ausschaut, aber 5 Runden. Oh, das sind... Ah ja, das ist eine eher kleine Strecke. Ja, die Dinger, die rutschen hier ganz gut mit dem Hinterteil. Alles klar! Ja, Vettel würde sich jetzt wieder... Hä? Are we driving... Are we racing oder Ping-Pong, ne? Ja, Kurven innen anzubremsen ist halt auch nicht unbedingt die schlauste Möglichkeit. Lassen Sie mich durch! Lassen Sie mich durch! Hoppala, da haben wir noch ein paar Pylonen mitgenommen. Ich glaube, das ist machbar. Jetzt nicht in diesem Versuch, aber das ist machbar. Ja, so natürlich nicht. So, aber... Ja, das ist machbar. Ich würde sagen, es gibt nochmal ein Rematch, nachdem wir hier uns die Kohle eingeheimst haben. Es gibt auch gar nicht mal so wenig Kohle, also dafür, dass es wirklich nur ein relativ kleines Rennen ist. So, wo war denn das? Das war hier wieder zweite Seite. Was ist da? Probieren wir gleich nochmal. Jetzt habe ich, glaube ich, so ein bisschen den Dreh raus, wie man die Dinger macht, also fährt. Nur der Verkehr ist natürlich wieder im Weg. Wieso hänge ich denn? Nein, wir starten das gleich nochmal neu. Sorry. Ich bin ja sonst nicht so, aber. Ich würde es jetzt schon ganz gern mal gewinnen.
stellen sich aber auch extra den Weg hier, ne? Die stellen sich hier aber auch extra den Weg. Na komm schon, zieh. Ich war ja gerade schon wie eine Rampensau, ne? Eine Pistensau oder wie auch immer. So, aber wir haben den Führenden zumindest schon mal im Blick. Ah! Komm, komm da um die Ecke rum. Komm, den einen, den müssen wir jetzt noch, den holen wir doch jetzt noch, oder? Ich wollte ja gerade sagen, Gewalt ist eine Lösung, aber zumindest nicht so, wie ich es dann mache. Müssen wir vielleicht ein bisschen mit mehr Finesse anstellen hier. Ja gut, oder halt doch brutaler Gewalt. Finish. Jawohl. Ja, okay. Ich entschuldige mich für meine etwas liebenswürdige Art in diesem Rennen, aber es führt ja zum Erfolg. Manchmal muss man einfach auch mal die Ellenbogen ausfahren. Nanowolf Dalton. Okay. Wir gucken mal, was das Auto kann. Vielleicht können wir damit nämlich irgendwas Vernünftiges, Cooles anstellen. 254, naja, das reizt sich so ein bisschen in die anderen Autos ein, die ich schon habe, ne? Wobei der Stratos, der halt natürlich jetzt schon cool ist. Hat er eine KFC-Lackierung? Soll das eine KFC-Lackierung sein da unten, dieses rote? Ich weiß es nicht. Aber egal, den werden wir auf jeden Fall noch fahren, aber das machen wir beim nächsten Mal. Heute machen wir mal so halbwegs pünktlich Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr habt immer noch in irgendeiner Form Spaß hier beim Zuschauen bei Super Voden Chibi. Würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann drehen wir noch ein paar Runden und drehen uns ein bisschen im Kreis. Und ja, ansonsten auch nochmal der Hinweis. Schaut gerne auch nochmal bei uns auf dem Kanal so ein bisschen rum. Da findet ihr noch ganz, ganz, ganz viel anderes Zeug. Auch natürlich auch noch ganz andere Rennspiele. Und ja, ansonsten. Nächste Folge kommt bestimmt. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!